Sie empfehlen? Das kostenlose Girokonto der Sparda Bank, weil es ohne Mindesteingang auskommt. Großes Publikumsinteresse beim jüngsten Redaktionsgespräch der Nürnberger Nachrichten auf der Consumenta. In Halle 9 hatte Lothar Hoyer von der Redaktion Extra Campus den Hochschulprofessor Hans-Jürgen Pesch zu Gast. Pesch ist Pathologe im Ruhestand. Er beschäftigte sich jahrzehntelang damit, Tote aufzuschneiden. Jetzt gibt er Tipps zum Gesundbleiben. Wie passt das zusammen? Wenn man als Pathologe Menschen von innen betrachtet hat, also die innere Leichenschau durchgeführt hat, um, wie Sie gesagt haben, nicht nur die Hauptleiden, sondern auch die Todesursache festzustellen, warum einer jetzt gestorben ist und nicht gestern oder morgen, dann findet man Krankheiten, die, so wie sich das nachher herausstellt, eigentlich gar nicht sein müssten. Und diese Krankheiten, von denen wir hier sprechen, nennen wir Zivilisationskrankheiten, die dadurch entstehen, dass wir in unserer Zivilisation, in unserer Überflussgesellschaft einfach zu viele Dinge angeboten bekommen, die krank machen. Die heutigen Zivilisationskrankheiten sind Krankheiten, die sich nach Ansicht von Professor Pesch vermeiden ließen. Die Knochenlochkrankheit Osteoporose zum Beispiel, die vor allem bei älteren Menschen zutage tritt, lässt sich auf Bewegungsmangel zurückführen. Der Knochen bildet sich zurück, wird porös und bricht leichter. Und auch der Herzinfarkt ist nicht unvermeidlich. 50% unserer Todesursachen sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das heißt, dass die Menschen an Störungen entweder des Herzens oder der Gefäße versterben. Erst leiden und dann versterben. Der Herzinfarkt zum Beispiel ist eine Erkrankung, die es 1932 im deutschen Reichsgebiet bei 65 Millionen Einwohnern etwa 14.000 Mal gab. Heute leidet jeder dritte Erwachsene am Hochdruck, der die Ursache ist für solche Herzinfarkte. Wie bekommt man so etwas? Durch falsche Ernährung, durch mangelnde Bewegung und natürlich durch den Hochdruck. Professor Pesch empfiehlt, in jeden Haushalt gehört ein Blutdruckmessgerät. Und sollte der Blutdruck regelmäßig über der Marke von 130/80 liegen, dann stimmt was nicht. Ein Gang zum Arzt ist angezeigt. Aber wie schaffen wir es, uns unsere Gesundheit von vornherein zu erhalten? Also ich denke an die Wurzeln zurück, an den Benedikt von Nursia, der 524 etwa nach Christus Geburt, einerseits der Gründer des Benediktinerordens ist und andererseits wunderbare Ratschläge erteilt hat. Er sprach: Brüder, ernähret euch regelmäßig mäßig von den Früchten der Jahreszeit und der Region. Das heißt, ausgereifte Früchte, so wie man das heute im Bio hat, sollten gegessen werden und nicht die irgendwo im Kühlhaus gewachsen sind oder gereift worden sind. Wichtig ist eine kalzium- und ballaststoffreiche Ernährung. Nach Professor Pesch sollten wir täglich 300 Gramm Obst, 300 Gramm Gemüse und 1 Liter Milch zu uns nehmen, am besten Buttermilch, abgerundet mit einigen Scheiben Vollkornbrot. Das ist aber noch nicht alles. Nicht umsonst hatte der Professor seine Turnschuhe dabei. Der Mensch ist ein Bewegungstier, eine Laufmaschine. Wir müssen jeden Tag mindestens 1,5 Stunden Sport treiben, bis wir schwitzen. Und dann tun wir genügend, um gesund alt werden zu können. Am Samstag auf dem NN-Podium in Halle 9, Gabriele Pauli. Ab 11 Uhr gibt die frisch gebackene Landtagsabgeordnete der Freien Wähler dem Leiter der Bayern-Redaktion, Peter Absbacher, Antworten auf spannende Fragen.